vielleicht um einmal auszuprobieren, um zu testen, den Ernstfall, oder vielleicht auch um den vor ihm liegenden Kanton Patrick de Payet zu irritieren. Einer der Fahrer, die leider nicht mehr im Rennen sind, ist der deutsche Hans-Joachim Stuck mit dem Shadow, ein Auto, das schon im Training nicht gut gelaufen ist.